Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge wurden wir in eine Lampe reingeschlossen, also so eine Reibelampe wie aus Aladdin, und sind einfach gestorben. Und wir probieren es jetzt einfach noch einmal. Oder vielleicht geht es ja auch jetzt in der Lampe weiter, das fände ich witzig. Aber nein, wir landen draußen. Aber wir wissen jetzt, weil wir in der letzten Folge in die Lampe reingesogen worden sind und quasi gestorben sind, weil wir nie wieder rauskommen. Warum auch immer. Eigentlich wurde nur Mario reingesogen. Olivia und diese Toad hätten uns ja einfach irgendwie retten können. Und wir wissen jetzt, Luigi ist da drin. Weil sobald wir in der Lampe drin waren, kam ein M dazu. Also Luigi ist da drin und wir müssen ihn retten. Wir müssen irgendwie da oben an die Lampe rankommen, ohne ihn zu verlieren. Gibt es da irgendeinen Trick, deine Stimmung rauszubekommen? Weil ich habe auf jeden Fall nicht genug Geld dafür. Also irgendwie vertraue ich dem Snippet nicht so ganz, der das Zelt mit der Lampe aufgebaut hat. Ja, ich auch nicht. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Okay, ich werde mir ein bisschen rumfragen. Vielleicht weiß ja irgendjemand hier aus der Nachbarschaft ein bisschen mehr. Nö, hier weiß leider auch keiner was. Ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht war das einfach nur Pech. Also ich habe jetzt alles genommen, außer amüsiert. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er seinen Face einfach immer wieder ändert. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal die Sekunden ablaufen lasse? Passiert dann irgendwas anderes? Zeit abgelaufen, okay. Für 1000 Münzen dürfte ich nochmal spielen, aber ich habe die Befürchtung, dass ich dann einfach nur meine 1000 Münzen verliere. Oh, diesmal hat er hihihihaha gesagt am Ende. Deswegen ist er garantiert amüsiert. Also wenn das jetzt nicht stimmt, dann weiß ich wirklich gar nicht mehr. Er hat hihihihaha gesagt. Er muss amüsiert sein. Ja, okay, das war der Hinweis. Ist jetzt halt die Frage, ob man wirklich diese 1000 Münzen auch nochmal ausgeben musste. Okay. Was? Niemand gewinnt bei diesem Spiel. Ich meine, Glückwunsch? Sehen Sie nur. Hä? Gehört ihm das gerade? Was ist das für ein Typ? Hä? Und wo sind jetzt die 10.000 Münzen? Das Ganze riecht mehr und mehr nach Betrug, Mario. Naja, wenigstens war es ein bisschen spannend. Mein Herz klopft ganz doll. Ja, und wir können jetzt endlich Luigi retten. Das war richtig weird. Okay, oh ja, reib. Oh ja, oh ja. Reib das dicke Ding. Reib es. Oh ja, mit dem großen L drauf. Komm raus, wer auch immer da drin ist. Luigi, du bist frei. Oh, Mario, du hast mich gerettet. Wie hast du denn dieses Spiel gewonnen? Nein, verrat's mir nicht, ich will es selber schaffen. Aber rate mal, ich habe den Pilzpalast-Schlüssel gefunden. Ja, wirklich. Tada! Ist wahrscheinlich wieder... Ja, Suit-Schlüssel. Das ist schon wieder der falsche Schlüssel. Schlüssel. Luigi, du bist ein Vollidiot, aber du hilfst es trotzdem immer wieder. Ja, ja, du wirst es nicht glauben, aber da lag einfach so eine Rezession herum. Der Pilzpalast-Schlüssel. Ha, witzige Zufälle gibt's. Luigi, also, naja, das ist nicht der Pilzpalast-Schlüssel. Was, wie? Nein, das kann doch nicht sein. Na gut, keine Sorge, ich gebe dich auf. Pilzpalast-Schlüssel, du bist mein. Naja, jetzt, wo wir den Suit-Schlüssel haben, können wir ja wieder die Malerei angucken. Ja, hier steht, das scheint eine Zeremonie zu sein. Und die zugehörige Bewegung sind recht deutlich festgehalten. Und da steht, jemand soll ganz stolz singen. Los, Olivia, der Unterricht beginnt jetzt. Also, oh König, du, musst du uns helfen? Mehr, schneller, mehr Gefühl, es muss von Herzen kommen. Ja, genau, jetzt nach links. Nein, das andere links und Schwung, Pirouette, Hüftschwung. Und die Technik nicht vergessen. War das gut so? War ganz in Ordnung. Dann lass uns jetzt die Zeremonie halten. Was haben wir denn hier rechts zum Beispiel noch? Ein King-sized Bed mit einer kleinen Kiste. Und da drin habe ich... Wie einen... Oh mein Gott! Leute, seht ihr es? Oder muss ich es wirklich erklären? Nintendo ist so schweinisch, holy shit. Okay, also, ich gebe euch nur ein paar Hinweise. Ihr müsst da selbst drauf kommen. Es ist ein Wüstenturm. Guckt euch einfach mal an, wie der Wüstenturm aussieht. So, dann ist es die Nummer 69 von den Schätzen. Und es ist in einem fucking Schlafzimmer. Mit einem King-Size-Bett. Ich sag dazu gar nichts, Leute. Ich sag dazu einfach gar nichts. Das müssen genug Hinweise für euch gewesen sein. Und vielleicht auch der Hinweis, dass Nintendo schweinisch ist. So, das sollte lang. What the fuck, Nintendo, ey. Gut, ab zur Zeremonie. So, und der einzige Ort, wo man ja irgendwie singen konnte, muss ja hier bei diesen Statuen sein. Also da musst du lieber gleich singen. Allerdings möchte ich noch einmal kurz eine Sache zeigen, denn dieser kleine Toad, den wir jetzt dabei haben, der hat auch eine Schaufel dabei und anscheinend kann er ja diese komischen Leuchtedinger ausgraben. Oh ja, ein paar Münzen sind dabei. Toll!
Ja, also hier kann man ihn dafür auch ausnutzen. Aber jetzt, auf geht's, Olivia. Du darfst mal wieder singen, aber nicht die alten Lieder, nein, 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 sondern die neuen Lieder. Ich bin sehr gespannt, was für eine K-Pop-Choreografie die sich jetzt da angeschafft haben. Let's go. Temple Beat? Das ist der neue jetzt, ne? Okay, den Temple Beat bitte. Hier kommt der Temple Beat. Los, mach mit, zeig mir die Partyschritte. Oh König, du, hör mir zu. Du musst uns helfen, bitte. Zeig dich mir, bis ich dir nicht mehr im Dunkeln tappe. Hörst du mich? Spürst du mich? Mein Herz ist nicht von Pappe. Los, sei nicht gemein und komm zum Vorschein. Es ist voll schwer, wenn man nicht die Melodie weiß und dann einfach drauf singen soll. Sorry für den Ohrenkrebs mal wieder. Aber wenn ihr wiederkehrende Zuschauer seid, dann habt ihr ja sowieso schon Ohrenkrebs. Ein bisschen mehr Ohrenkrebs macht dann auch nichts, Leute. Ui. Das ist ein Vogel. Das ist garantiert auch der Flammvogel, der da in dieser Geschichte... Los, Mario, lass uns rein. Da gibt's bestimmt ganz viele tolle Schätze. Schön, Olivia. Hast du gut gemacht. Auf geht's in den Tempel. Bin gespannt, was es da drin gibt. Bestimmt ganz viel Lava. Ja, auf jeden Fall feurig. Und hier wird auch dieser Feuervogel sein. Beziehungsweise ist das hier wahrscheinlich das Pergamenton des Feuers. Und das brauchen wir ja nämlich auch für diese komischen Türme da. Oh Mario, ich muss doch was gestehen. Dieses ganze Pergamenton-Kram da ist nicht wirklich mein Fachgebiet. Ich bleib am besten hier. Na gut, kleiner Toad, dann mache ich das alleine. Wie unsere Begleiter immer vor den Pergamenton-Dingern stehen beim... Oh, das sieht wie ein Rätsel aus. Oder irgendwas, wo man schnell sein muss. Aber es sieht auch so aus, als wenn man sich hier irgendwie verletzen könnte. Oh, okay, let's go. Nein, ich muss mir das merken. Okay, rechts, rechts, links. Oh Gott, ist das wie bei Fall Guys hier bei dieser einen Aufgabe. Ah, ich kann mir das nicht so schnell merken. Oder doch? Da ist okay. Okay, habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Let's go. Also der, der, der... Oh, wenn man dann drauf ist, ist das ein bisschen doof. War das der rechte? Ja. Und nein, der war falsch. Jetzt muss ich wieder von vorne starten. Ah, okay, der ist links lang gegangen. Ja, aber ich hätte doch einfach wieder rechts hingehen können. Das ist ja richtig dumm. Okay, also... Der, 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 der... Dann links weiter. Obwohl der hier eigentlich auch safe war. Ja, wenn ich jetzt rüberhüpfe, dann sollte das alles gut sein. Okay. Speichern. War ja jetzt nicht so schwer. Hat man auch beim ersten Mal hinbekommen können. Aber okay. Da sind überall diese komischen Vögel. Oh, nö. Was wollt ihr? Nein, ihr Shy Guys. Was tut ihr? Und warum sind die vor allem hier? Oh, nee, ist das Pech? Hahaha, das ist Öl. Die brennen einfach Öl an. Nee, bitte, bitte. Ich will bitte nicht brennen. Okay, ja, danke. Nee, hallo. Oh Gott, was tut ihr? Was soll ich tun? Hä, die brennen hier einfach alles an. Leute, seid ihr ein bisschen blöd, oder was? Ich muss die selber verbrennen. Warte. Aua. Wie brutal das ist. Holy shit. Ah, ja, ich hab Spaß. Schön. Das hat voll den Zelda-Style irgendwie. Also, dass irgendwie so ein Raum zu ist, man erstmal die Gegner vernichten muss und dann erst in den nächsten Raum weiterkommt, dass man so ein kleines Rätsel lösen muss. Finde ich sehr witzig. Was haben wir hier? Das Teil wird sich hundertprozentig bewegen. Never mind. Aua, danke für den Schaden. Hey, kannst du auch Schaden machen? Das finde ich sehr gut. Gesundheit. Ein feuerspuckendes, niesendes Dingsbums. So, ich glaube, hier müssen wir aber nur warten, dass das Feuer weggeht. Genau. Alles easy peasy, lemon squeezy. Und hier ist noch eine Bank. Ah, sogar die Bank ist lol, glühend heiß. Aber jetzt sind wir wenigstens richtig wach, was? Toll. Einfach so eine Sauna quasi. Aber für den Hintern, nicht den ganzen Körper. Was haben wir hier rechts? Hier rechts haben wir gar nichts. Hier rechts haben wir gar nichts. Aber anscheinend geht sie weiter. Das ist auch toll. Hüpf, hüpf, hüpf. Sagt der kleine Daisy und hüpft hier alles tot. Das war aber ein sehr langweiliger Raum, muss ich sagen. Schon wieder hier? Aber diesmal mehr als letztes Mal? Einfach genau dasselbe noch. Okay, das ist ja wirklich unnötig. Und jetzt alle zusammen! Oh, 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 oh. Sie haben sich eine neue Strategie ausgedacht. Toll. Super Strategie habt ihr da. Super. Er hat es doch richtig gebracht. Aber ich bin stolz auf euch, ihr kleinen Pop-Shy-Guys, dass ihr euch was Neues ausgedacht habt. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass diese Dinger runterfallen. Okay, ja, sie fallen auch runter und von oben kommt auch was. Hilfe! Das ist ja richtig Mario-Style hier. Geil. Fast wäre ich gestorben. Das war witzig. Nochmal, nochmal, nochmal.
Da sind wir jetzt dann langsam mal beim Feuerperimeter. Das dauert mir jetzt schon wieder alles viel zu lang. Okay, wir kriegen ein paar Leben. Da oben sieht das... Doch, das sieht sehr gut aus. Da oben wird hundertprozentig der Feuerpergamenton sein. Ja, muss einfach.